Herzlich willkommen hier zur High Energy Motorrad Talkshow mit heutigen Kandidaten wie zum Beispiel Luca Grünwald, Philipp Oettl und Julian Trummer. Wer die schon so ein bisschen kennt und verfolgt, der weiß bestimmt, was das hier für Kandidaten in unserer Runde sind. Wer sie noch nicht kennt, der sollte sie mal kennenlernen und dem helfen wir jetzt auf die Sprünge. Wir haben hier unseren Philipp Oettl als Supersport WM Gesamtdrittplatzierter aus dem Jahr 2020. Julian Trummer, TT-Fahrer mit einer Bestplatzierung im 9. Platz auf der Isle of Man mit IDM und British Superbike Erfahrung. Und zu meiner rechten Seite haben wir noch den Luca Grünwald als IDM 600er Meister und mit Supersport 300er Gesamtvierter Platzierung und noch vielen weiteren. Heute geht es um folgende Themen. Wir vergleichen diverse Sachen bezüglich fahrerischen Themen zwischen Isle of Man TT und dem normalen Rundkurs, wo wir ja dementsprechend unseren Julian und die zwei anderen Kandidaten hier haben. Wir sprechen um den Kampf der Motorradhersteller. Wie unterhalten sich die Motorradhersteller in der WM, in der Profiliga untereinander? Wie sind die Kämpfe untereinander oder sind die doch alle gut Freund? Wir unterhalten uns um die größten Fehler der Hobbyfahrer auf der Rennstrecke, die Meinungen der Profis dazu. Wir reden über Traktionskontrolle. Braucht man die oder ist die absolut nutzlos? Und zu guter Letzt, wie arbeiten Profis auf der Rennstrecke, um noch schneller zu werden? Alles dies, was ich gerade gesagt habe, gibt es in den nächsten 25 Minuten in diesem Video. Bleibt da dran, wird extrem spannend. Bis gleich. Freut mich, dass er wirklich erschienen hat zu mir. Das ist echt eine Ehre für mich. So die Kampfgiganten hier aus dem Motorrad, aus dem deutschen Motorradmotorsport hier bei mir am Tisch zu sitzen zu haben, ist wirklich eine tolle Sache. Wie geht's euch? Geht's euch gut? Bestens. Bestens. Aus dem österreichischen Steiermark hochgefunden, genau. Nach Niederbayern. Der Philipp, du kommst woher? Aus tiefsten Bayern, Berchtesgaden. Aus dem tiefsten Bayern, aus Berchtesgaden. Du kannst gut bergsteigen da, ne? Ja. Da fahren wir aber hier zum Wandern. Ja. Ja, genau. Super. Da bin ich doch am anderen Urlaub machen. Ja, das ist ein Privileg, ja. Und Luca, du bist gar nicht, du hast die näherste Anfahrt, glaube ich. Ne? Ich habe gar nicht so weit, nein, Landkreis Mühldorf, da bin ich gleich mal da. So eine halbe Stunde ungefähr. Ah ja, das geht, ja. Das geht gut. Ja. Und freut mich natürlich, dass ich vorbeischauen kann. Ja, freut mich, super. Ja, dann gehen wir es mal drauf an. Ich meine, ihr kennt euch untereinander natürlich. Läuft euch im Fahrerlager über den Weg, oder? Oder ist das so, dass ihr euch schon lange nicht mehr gesehen habt? Oder wie ist das so? Naja, wir haben uns letztes Wochenende beim WM-Lauf in Most getroffen. Stimmt, und ja. Und sonst beim Trainieren, Track Days und so. Ja. Ab und zu. Ist das dann abgemacht oder laufen wir sich zufälligerweise über den Weg? In dem Fall, na, ich bin ja da kurzfristig eingesprungen, sonst hätten wir uns jetzt bei den Rennen eigentlich nicht gesehen, in dem Jahr. Aber am Sonntag haben wir eh noch geredet, fahren wir jetzt eigentlich uns das nächste Mal sehen, ob wir Radl fahren gehen oder so. Ja. Jetzt sind wir es da wieder früher mal zusammengekommen. Ja, du hast ja, Luca, du hast jetzt einen kurzfristigen Gaststart in der Supersport-WM nochmal gemacht in Most, letztes Wochenende. Das war überhaupt nicht geplant, oder? Na gar nicht. Also ich bin im Endeffekt von der Couch dann nach Most gefahren, mit so einem Tag Anlaufzeit ungefähr und bin da kurzfristig eingesprungen. Aber war cool, cooles Event und ja, war ganz, ganz, wie soll man sagen, war schwierig, natürlich am Sonntag dann, aber es war ein ganz gutes Ergebnis am Schluss. Du bist 13. geworden im Rennen, oder? Genau, 13. Platz im zweiten Lauf, also 3 Punkte, wow. Das war für so einen Kurzeinsatz schon nicht so schlecht. Vor allem, du hast ja überhaupt keine Trainingszeit jetzt auf der 600er gehabt, da du ja momentan IDM 1000 fährst, also Superbike, bei Kiefer Racing auf BMW, glaube ich, gell? Genau. Ja, und hast ja somit jetzt die keine Adaptionszeit gehabt, sondern hast ja im Endeffekt nach Most auf Supersport Motorrad und Free Practice und Qualifying. Ne? Und ja, das war mit das Schwierigste. Also das Level ist natürlich gescheit hoch da im Moment und man hat halt einfach nicht so viel Trainingszeit, um sich auf die ganzen Sachen wieder einzustellen. Und das war eigentlich das Größte oder das Schwierigste am Wochenende, sagen wir so. Ja. Okay. Wie ging es dir, Philipp? Du als Profi in der Supersport-WM bist du ja schon länger jetzt dabei beim Kawasaki-Team, ne? Das italienisches Kawasaki-Team ist das, gell?
Ja, genau. Beim Team Fucetti fahre ich seit letztem Jahr. Und die Kawasaki kenne ich mittlerweile ganz gut. Most habe ich nur von einem halben Tag Trackday kennt, aber hat mir eigentlich gut gefallen, muss ich sagen. Und ja, es, wie der Luca schon gesagt hat, also im Moment ist ein extrem hohes Level in der Supersport-WM. Und ja, da muss man die wenige Zeit, was man wirklich am Freitag hat, mit 2x45 Minuten, und wenn man dann wirklich auf ein neues Motorrad kommt, was man nicht kennt, und dann auch noch von einer anderen Klasse, klar, die Strecke kennt man, aber das ist... Aber du sprichst jetzt vom Luca in dem Fall, ja. Also das ist schon eine Herausforderung. Du kanntest ja dein Supersport 600, ja. Kennst du dementsprechend gut, ne? Auf jeden Fall kennt das Motorrad mittlerweile ziemlich gut, und das Team kennt das Motorrad seit 10 Jahren, weil es unverändert ist, und die haben ein Base-Setting gefunden, wo auf ziemlich jede Strecke wirklich gut passt, und das hilft eigentlich ungemein, muss ich sagen. Okay. Also wir machen schon noch kleine Abstimmungen, aber in der Supersport-WM kann man eh nur am Fahrwerk rummachen, weil Geometrie gibt es nicht. Okay. Und deine Platzierungen, du warst ja relativ erfolgreich unterwegs, ne? Du bist im ersten Rennen auch auf Platz 3. Und im zweiten, vierter. Genau. Das war ein kurzes Wochenende. Das war ein richtig kurzes Wochenende für dich. Bist wahrscheinlich dementsprechend zufriedener, also kannst mit so einem guten Haken dahinter. Ja, das war wichtig, weil da waren schon die anderen auch beim Testen mit ihren Teams, und das haben wir ein bisschen auslassen müssen. Okay. Und ja, es ist einfach wichtig, dass man konstant Punkte macht. Ja, und da hilft natürlich Dritter und Vierter ungemein. Hat es euch jeder mal in die Quere gekommen auf der Strecke? Weil im Training oder im Qualifying? Im Training. Ehrlich? Schon. Hast du gesagt, da vorne ist der Luca. Ja, das war eigentlich. Ich meine, wir haben uns im ersten Training gleich einmal gesehen. Und für mich war es gut, weil ich meine, der Philipp ist seit letztes Jahr WM Dritter, und da weiß ich genau, kann ich mir gleich mal schauen, wie sind die Jungs unterwegs. Und habe natürlich dann versucht, da gleich mal was. Ja, gleich mal mit zum Fahren, hat natürlich nicht ganz hingehauen am Anfang, ganz klar. Aber war so eigentlich ganz cool. Wenn man eben dann auch in so WM-Starterfeld reinkommt, dann ist das natürlich ganz gut, dass man sofort schauen kann, weil die Jungs sind innerhalb von 3-4 Runden schnell super unterwegs. Ja, ja. Und das geht natürlich dann viel leichter, wenn man da schauen kann, wie wird das gemacht, und gleich so ein bisschen mitschwimmt. Ja. Auch wenn man vielleicht gerade mit dem Moped noch zum Tor hat, sage ich mal, das kennenzulernen. Okay. Ja, es ist ja Wahnsinn, in welchem Niveau ihr euch bewegt. Das ist echt unglaublich, ne? Wenn man sich die Supersport, Superbike WM im Fernsehen anschaut, so als Hobbyfahrer, das ist natürlich schon ein gigantisches Niveau. Was mich so ein bisschen überschweifend bringt zum Julian, weil der Julian ist bekannt aus der Isle of Man TT Szene, da gibt es ein sehr erfolgreiches YouTube-Video, das habe ich gesehen. Wie heißt das gleich wieder? Weißt du das nochmal? Fragst mir jetzt schnell. Irgendwas mit dem härteste Motorradrennen der Welt. Ja, oder ja, genau, und dem Tod so nahe oder irgendwie sowas. Das ist aber sehr erfolgreich. Erstes Ziel nicht sterben. Genau. Dramatisiert wieder mal, aber. Ja, aber es ist letztendlich so, ne? Also grundsätzlich ist es ja nicht gelogen, es ist vielleicht ein bisschen hochgepusht, aber es ist nicht gelogen. Und für viele ist es ja, also ich weiß auch viele Rundstreckenfahrer, die das Thema TT, Isle of Man, so ein bisschen scheuen und sagen, ich würde nie auf der TT fahren. Wie geht's euch da? Ungefähr so. also ich würde mir es sicher gerne mal anschauen. Das ist eigentlich mein oder Wunsch in Zukunft. Und vielleicht auch mal gerne rumfahren und vielleicht auch mal ein bisschen flotter um die Insel fahren. Aber auf gar keinen Fall in dem Tempo, wie es bei der TT der Fall ist. Ich glaube, das ist eine ganz eigene, wie soll man sagen, ganz eigene Klasse, eine ganz eigene Richtung. Und da braucht man auch gewaltig viel Erfahrung. Ja. Ich glaube, es ist ja so, dass man halt da so viele Kurven, das ist so eine lange Runden allein, das schon, dass man da wirklich genau wissen muss, wo was ist, wie was geht. Und natürlich ist das nochmal viel, viel gefährlicher als auf einer normalen Rennstrecke. Ja, absolut. Wie geht's dir da, Philipp? Ja, wir haben uns am Sonntag unterhalten, wo Superbike-Renner war in Most. Und Kurve 18, 19 ballern die, glaube ich, mit im vierten, fünften Gang innen leicht über den Körper drüber, und es schaut schon ziemlich geil aus, und wir diskutieren über, da haben nur 15 Meter, und also bis zur Mauer. Ja. Und da sind es halt 0 Meter bis zur Mauer, und du brauchst wirklich viel Erfahrung, glaube ich, und das meiste, was sich bei uns auf der Rennstrecke mal ändert, ist eigentlich ein neuer Asphalt, und da ist, glaube ich, schon so, dass von Jahr zu Jahr dort und da ein bisschen anders wird, weil da ja auch noch Autos fahren, und da tut sich in einem Jahr, glaube ich, so viel, und das ist ja ganz was Eigens, und
ich finde, also das ist auch Rennsport auf höchstem Niveau und du musst die Strecke in- und auswendig kennen und du musst nicht nur für 30 Minuten, 40 Minuten konzentriert sein, sondern du musst da ein wenig länger die Konzentration so aufrecht behalten. Das musst. Ja, ja. Würdest du dir das zutrauen? Was zum Sagen. Also ich würde auf jeden Fall nicht so schnell rumfahren wie der Julian. Ja. Sicher. Ja. Also. Ja, ich schon rot jetzt. Das war ein Kompliment. Das ist ein Nein, ich glaube, das... Ja, das kennst du also, was ja, dazu. Ja. Ja, absolut. Also es ist echt witzig. Teilweise Autobahn, da langen wir 200 und auf der Rennstrecke denkst du in Phillip Island so, da gibt es ja die Turn 3, da fährst du mit dem Supersport, wenn Qualifier, also wenn's Reifen neu ist, fährst du den sechsten Gang Vollgas durch. Ja. Und da denkst du, ja, das ist eigentlich schon ziemlich geil, aber... Dann, wenn ein bisschen alles ein wenig enger wird, dann werden wir auch schon so am Schisser. Aber ist das nicht überall so, wenn man mal was gemacht hat, dass es dann einem nicht mehr so schlimm erscheint? Also wenn man davor steht, wie geht's dir da, Julian, wenn du dann auf dem Motorrad sitzt, auf der Insel und diese bekannte Gerade da, die Buckel, wie heißt die gleich wieder? Bray Hill wahrscheinlich. Bray Hill zum Beispiel, ja. Genau. Wenn du da runterfährst, geht dir währenddessen überhaupt irgendwas durch den Kopf oder bist du ganz woanders? Also das ist definitiv jedes Jahr das Gleiche. Wenn du wieder hinkommst und das erste Mal die erste Runde im Training runterfährst mit knapp 300 und die Gabel auf Block geht, dann hast du definitiv wieder Hosen, wie man so schön sagt. Ne? Nein, man braucht ein paar Tage, bis man reinkommt, bis das Gehirn wieder die Geschwindigkeiten gewohnt ist und man sich wirklich, sag ich mal, die Marker, die man lernt, die man oder davor gelernt hat, bis man die wieder einfach wie so ein Roadbook quasi abdeckt und nur mehr funktioniert. Mhm. Aber naja, das ist der Idealzustand. Ne? Mhm. Und wie ist die Angst vor dem Training oder vor dem Rennen? Ist die Angst wirklich so, dass man sagt, man hat so weiche Knie, dass man eigentlich gar nicht mehr zum Motorrad hingehen kann? Ist das wirklich so? Ich hader das ganze Jahr damit eigentlich. Okay. Weil es halt wirklich richtig gefährlich ist. Und die zwei Wochen während der TT und während der Classic TT ist für mich wirklich, also von der Anspannung her, gibt es nichts Vergleichbares. Ja. Also das ist wirklich zwei Wochen extremst und ich sage es auch, ich habe panische Angst davor. Ja. Aber ich sage immer, ich muss vorher durch die Hölle gehen und durch die panische Angst haben und damit die dann funktionieren kann. Okay. Und jetzt fragen sich bestimmt die Zuschauer da draußen, wieso zum Kuckuck macht man das dann eigentlich, ne, wenn man so viel panische Angst hat davor? Was bestimmt jeder hat davor, der das machen müsste jetzt. Das ist, widerspricht dann wahrscheinlich, wie es der Philipp und Luca sehen. Für mich ist es die Perfektion. Aha. Auch das, wenn man drüben startet, sagen wir eben Richtung Bray Hill auf eine Runde, bist du innerhalb von 2 Sekunden auf über 200 und du merkst richtig den Übergang, jetzt darf nichts mehr passieren. Mhm. Jetzt muss jede Kleinigkeit passen und für mich ist das, kann dann einfach abarbeiten, funktionieren und so extrem knapp ans Limit gehen und dann trotzdem schneller und schneller und schneller werden. Ja? Und Also für mich ist das so die Perfektion, wie man so schön sagt, vom Rennsport. Und Rennsport kommt meiner Meinung nach auch von der Straße. Mhm. Also ich bin da altmodisch, ich bin da wahrscheinlich, wenn wir über Sicherheit reden, der falsche Ansprechpartner. aber für mich kommt Rennsport von der Straße und deswegen, das ist da die ursprünglichste Form vom Rennsport. Mhm. Sagst du das auch so, oder? Ja, eigentlich hat er schon recht, was das betrifft. MotoGP-Fahrer diskutieren, ob Red Bull Ring sicher genug ist. Ja. Und dann denke ich mir, das ist das andere Extrem. Jeder, der schon mal am Red Bull Ring war, das ist Benchmark. Also ich glaube, besser wird es nicht mehr. Ja, ja. Da ist Most gefährlich dagegen. Ja, da ist Most eher gefährlich. Ich habe es auch verwunderlich gefunden jetzt in Most, dass der Scott, ne, ich kenne ja Scott Redding auch aus Spanien jetzt, und der hat mir eigentlich erklärt, wie saugefährlich die Strecken bei der BSB sind. Ne? Und jetzt jammert er über Most, wie gefährlich Most ist. Dabei ist Most eigentlich so gegenüber BSB-Strecken wiederum fast sicher. Ja. Das hat mich auch mich wundert, dass er da so gewundert. Aber ja, welche Stelle an Most meint er da jetzt halt speziell? Die vorletzte Kurve zum Beispiel, da wo die Flugzone nicht so groß ist? Oder? Ich weiß jetzt, ich glaube, also was ich mir so mitgekriegt habe, war, wann hat es geregnet? Freitagnachmittag war es ja nass, oder so halb nass immer mal wieder. Und da war so ein bisschen die Diskussion, dass halt aufgrund von der nassen Strecke die Leute viel weiter rutschen. Und das war dann ein Thema, warum die am nassen nicht gefahren worden ist von viel Leuten. Weil ein paar Kurven dabei sind, wo sie gesagt haben, okay, man ist so schnell dran, im Trockenen bremst das Kiesbett und die Wiesen und da halt nicht. Und dann kommt die Mauer, da war wahrscheinlich auch nicht überall ein Airfence, weiß ich nicht genau. Das war, glaube ich, ein bisschen ein Diskussionsgrund.
Und, aber so offensichtlich ist wahrscheinlich da, wo wir gestanden sind, mhm. sind das 18, 19, die Linkskurven hinterm Fahrerlager. Mhm. Da ist natürlich für die Geschwindigkeit, wenn man ja. Superbike ist, das vierte, fünfte Gang. Ja. Mal auf jeden Fall mehr wie Halbgas, ist einfach zu wenig Platz, wenn das ist. Es ist auch wahrscheinlich so, wie wenn man 300, 400 Meter Auslauf gewohnt ist, von einem WM-Strecken oder loskommt, ist wahrscheinlich halt. Da schmunzelt natürlich jetzt der Isle of Man Fahrer und sagt, ja, Moss ist nicht so sicher. Ja, so konträr ist das Ganze. Und um das abschließend ein bisschen zu sagen, ich kann mir das schon ein bisschen so vorstellen, dass du sagst, okay, ich nehme die Angst im Kauf, um die Perfektion des Motorradfahrens zu erlangen. Dafür nimmst du musst ja irgendwo die Waage finden, sage ich mal. Du hast ja ein gewisses Opfer und erhältst ja dafür irgendwas. Und, und ein Sieg ist ja nicht unbedingt in der Isle of Man das Ziel, weil der Sieg ist ja schon relativ weit weg. Doch, nein, bei mir war es unwahrscheinlicher, dass ich überhaupt dorthin schaffe. Ja. Und ich möchte es gewinnen und ich werde es gewinnen. Okay, egal wie lange das es dauert oder... Bei meinem Businessplan im Kopf, ich bin genau auf dem Weg, ich sage, Corona war nicht geplant, aber da habe ich jetzt 2 Jahre verloren, aber nein, ist bei mir, ich bin auf meinem Businessplan und ich sage, wird vielleicht noch ein paar Jahre dauern, aber... Okay, aber das ist das große Ziel, definitiv. Ganz sicher, ja. Okay, wow. Ja, heftiges Thema. Schweif einmal um von der TT auf den Kampf der Motorradhersteller. Luca, du bist auf BMW in der IDM Superbike. Bist vorher, du hast den Meistertitel in der IDM 600, hast auf Kawasaki eingefahren. Und jetzt hast du einen Gaststart in der Supersport-WM auf Suzuki gemacht. Wie ist denn das? Haben die Hersteller angefressen auf die, wenn du da von der BMW auf die Suzuki springst, oder finden die das okay? Also in dem Fall, muss ich sagen, hat es auch mit meinem Team Kiefer Racing, also gar kein Problem oder so gegeben. War ja ein freies Wochenende für mein IDM. Ja. Team und die haben sich gefreut und haben gesagt, die können das gerne machen. Okay. Und wir fahren auf BMW-Bikes, sind ein bisschen unterstützt von BMW, so wie einige andere IDM-Teams. Also ist jetzt nicht direkt so ein Draht da, dass man sagt, dass jetzt da von BMW vielleicht keine Freigabe gekommen wäre, aber das hat auch ohne Probleme passt. Okay. Und hat mich natürlich gefreut, weil dann habe ich das machen können. Ja, klar, es gibt ja gewisse Freiheiten natürlich. Gibt natürlich gewisse Freiheiten. Mhm. Dazu war es noch eigentlich eine andere Klasse gewesen. Mhm. In der, wo jetzt ein BMW, sagen wir mal, kein Konkurrenzbike gehabt hätte. Mhm. Also denk dann, ist sicher auch nochmal leichter. Mhm. Wäre jetzt was anderes gewesen, wenn es jetzt vielleicht die Superbike-WM gewesen wäre. Zum Beispiel, und dann vielleicht andere Hersteller, dann war es vielleicht ein bisschen schwieriger gewesen, oder dann hätte man einfach wahrscheinlich mehr drüber reden müssen, ob es klappt oder nicht. Okay. Wie ist denn das bei euch, Philipp, in der Supersport-WM, wenn du permanent dort fährst? Ich weiß ja so ein bisschen so aus Hörensagen, berichte ich mir gern, wenn es nicht stimmt. In der Supersport-WM dürft ihr ja keinen Blipper fahren, ne? Mhm. Und da ist ein bisschen Kawasaki dran schuld, oder? Ja, Kawasaki hat das in der Serie nicht. Aha. Und deswegen dürfen es die anderen auch nicht fahren. Ah, okay. Die passen halt immer das Reglement ein bisschen an, weil wie auch in der Superbike-WM, du kannst, Yamaha ist, sagen sie ja, in der Kurven recht gut und dafür auf der Geraden nicht so schnell, wie Ducati oder Honda. Ja. Und in der Supersport-WM ist halt im Moment Yamaha stark vertreten und Kawasaki mit 6 Motorrädern und dann eben MV mit nur noch einem Motorrad. Mhm. Und nächstes Jahr soll ein neues Reglement kommen, und damit es mehr Hersteller ins Boot holen können. Mhm. Und da müssen aber die Hersteller eher ein bisschen zusammenarbeiten, dass man da ein Reglement findet, wo keinen irgendwo benachteiligt. Mhm. Vielleicht darf dann Yamaha einen Blipper fahren und Kawasaki kann die 636 bringen oder sowas. Was die jetzt im Moment noch nicht hernehmen dürfen, ne? Die 636. Genau, weil Kawasaki einfach sagt, das ist eine 600er Klasse und da fahren wir mit der 600er und nicht mit der 636. Mhm. Und für nächstes Jahr, wenn das Reglement kommen soll, dann müssen auch die Hersteller irgendwo zusammenarbeiten. Klar gibt es da immer wieder mal ein paar Reibungspunkte, aber nichts Gröberes, weil einfach jeder Hersteller versucht, das konkurrenzfähigste Motorrad zu haben. Aber das ist eh klar. Aber man versucht es halt immer auf das ausgeglichen ist. Mhm. Eigentlich so wie im Moment die Supersport-WM ist, denke ich, ist eigentlich am ausgeglichensten. Okay. Und was denkst du, hat jetzt zum Beispiel die Kawa noch für Vorteile, bis auf ein bisschen mehr Leistung auf der Geraden gegenüber der Yamaha? Ja, wenn die Gerade lang ist, ist Kawasaki auf jeden Fall topspeedmäßig nicht schlecht. Problem ist ein bisschen die Beschleunigung.
Okay. Und der Hinterradgrip, was man so mit dem, weil jetzt haben wir einen S6-Reifen von Pirelli bekommen für seit Misano und den bringt man nicht ganz so über die Distanz wie die Yamaha. Mhm. Und das sind einfach Konstruktionsprobleme, sage ich mal. In die, Sachen Chassis-Geometrie. Ja, wo einfach vielleicht Yamaha von Anfang an jetzt ein bisschen besser zurechtkommt, da müssen wir halt mit unserer Abstimmung ein wenig gegenarbeiten. Aber hat das nicht ein bisschen was damit zu tun, dass durch das, dass die Kawasaki, die 600er ja älter ist in der Generation, weil die 636er, glaube ich, die kam ja im Jahre, was war das für Jahr? Ich glaube 16. 2016, müssen wir jetzt wahrscheinlich lügen, aber wir wissen es, also ich glaube auch irgendwas in dem Dreh und das heißt, das, ihr fahrt eigentlich mit einem alten Motorrad gegenüber Yamaha, eben wegen dieser Kubik. Sache. Ja, die Kawasaki, wo ich jetzt fahre, das ist eigentlich die letzte in Europa. Wir haben für das Jahr nochmal eine neue bekommen. Stimmt, eine neue alte quasi. Ja, ne? Was es wirklich noch gegeben hat. Und so ist das halt in der Supersportwelt. Das Motorrad funktioniert gut. Wir haben gewisse Vorteile gegenüber der Yamaha, aber wir haben auch Nachteile gegenüber der Yamaha. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du von einem der Yamaha-Fahrer geschlagen wirst, wenn 26 Yamaha-Fahrer da sind, das ist halt relativ hoch. Aber ich denke, die Kawasaki hat Vorteile und ist für mich ein gutes Motorrad zum Fahren. Teilweise ist mir wirklich schwierig zum Vorstellen, dass es schlechter sein soll, vom Fahrwerk her. Okay. Aber wenn ich mit den anderen mitfahre, es gibt halt Tage, wo man nicht mithalten kann. Okay. Ja. Oder rennstreckenbedingt wahrscheinlich. Rennstrecken, oder? Also wenn viele erste Gangkurven und dann danach lange gerade, ist eher schlecht. Mhm. Du sitzt ja auf Yamaha, aber die Isle of Man bist du nicht auf Yamaha gefahren, oder? Nein, ich bin damals für ein Team, oder von 2016 bis 2019 für ein Team von der Isle of Man gestartet. Mhm. Und bin da Honda CBR 600 und Honda Fireblade. Ah, okay. Und wie es auf der Isle of Man, gibt es da auch so diese Reglement oder ist da auch wieder so ein Herstellerkampf untereinander oder halten die eigentlich alle zusammen und sagen, wir sind alle gleich? Ich sage, das ist wahrscheinlich so ein bisschen Unterschied zu einem Rennstrecken-Paddock. Dadurch, dass das alles ein bisschen ernster ist, ist da wirklich ein Zusammenhalt. Also da ist auch generell unter den Fahrern, merkt man, das ist alles ein bisschen familiärer und ein bisschen lockerer und man genießt die Zeit, sage ich mal, gemeinsam, was man dort macht, anstatt sich gegenseitig vielleicht dann noch bekämpfen. Wobei dann bei den Top-Teams merkt man das schon auch, da ist wirklich, also verbissen, da wird, wenn da irgendeiner das Reglement vielleicht ausnutzt, wird da sofort Protest eingelegt. Ja, genau. Also da geht es dann halt auch natürlich um was. Ne? Ja. Also, aber das gibt es in der Supersport-WM oder in der IDM ja auch, oder? Dass da, wenn da irgendwas ist, wird da auch gerne ein Protest eingelegt, oder? Ja, ich meine, klar, also das Reglement ist Reglement. Und natürlich schenkt keiner dem anderen was. Mhm. Es geht immer um was und oft geht es um viel. Mhm. Und es ist natürlich dann auch klar, dass wenn ein Team sagt, okay, ein anderes Team, ein anderer Hersteller macht irgendwas, wo man vielleicht nicht so ganz klar sagen kann, dass das erlaubt ist, dann wird das natürlich mehr angeschaut. Mhm. Oder, man, das ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber ich war in Most zum Superbike-IDM-Lauf, habe den ersten Lauf gewonnen und mein Motorrad war dann um 500 Gramm zu leicht. Oh. Es ist natürlich furchtbar, weil ich habe mit 80 Sekunden Vorsprung gewonnen, das hätte jetzt nichts ausgemacht. Ja. Aber Reglement ist Reglement und zu Recht bin ich dann aus der Wertung genommen worden. Okay. Kann ich nichts dagegen machen, ist so, wie es ist. Aber da ist es also eigentlich, da hätte jetzt auch, hat jetzt auch nicht mehr Protest eingelegt. Aber wäre da vielleicht nichts passiert und jemand hätte das gemerkt, dann wäre sicher ein Protest gekommen, weil irgendwo steht das Reglement so und so. Passt dann, wir haben einen Fehler gemacht und fertig. Aber es gibt da sicher andere Sachen auch so, eine IDM vielleicht noch nicht so, aber gerade in der WM vielleicht da eher noch in Richtung Moto2, MotoGP, wo vielleicht von den Herstellern noch, oder gerade in der MotoGP, wo die Hersteller noch so involviert sind, da auch schon in der Vorentwicklung oft so Geschichten sind, wo untereinander natürlich spekuliert wird, wie schaut das Bike von dem nächstes Jahr aus, wie schaut das aus und dann hört man irgendwelche, dass das getestet worden ist und dann wird eine ganze Strecke gesperrt für einen Test, weil irgendeine neue Verkleidung probiert wird. Da geht es natürlich dann sehr, sehr genau, da möchte keiner irgendwas weitergeben. Ja, logisch. Ja. Da sind die Hersteller untereinander schon sehr streng. Wie war das in der Moto3 zum Beispiel? Du hast ja ganz viele Jahre Moto3-Erfahrung gehabt und hast ja da einen gigantischen Sieg 2018 in Jerez, glaube ich, war das, gell, gehabt.
Auf welcher Moto 3 bist du gesessen? KTM. KTM, KTM. Wie ist da so der Herstellerkampf? Und ist es da, geht es da nochmal sensibler ab oder eher das Gegenteil? Ja, in der Moto 3 war es teilweise schon ein bisschen extremer zwischen KTM und Honda halt. Aber eigentlich auch immer ganz normal. Ich war 2017 bei zwei von den drei Tests fürs 2018er Motorrad dabei. Und das ist halt schon auf einem richtig hohen Level. Aber da wird auch, was in der MotoGP im Großen betrieben wird, wird in der Moto 3 im Kleinen betrieben, da wird auch geschaut, dass alles unter Verschluss gehalten wird, so gut wie es geht. Teilweise denke ich mir zum Beispiel, das ist ein bisschen ein Kindergarten, weil es gibt wirklich Sachen, die macht eh auch jeder. Ja. Und die braucht man dann nicht unbedingt Boxentag immer runterziehen und das. Da denke ich mir dann schon, das ist ein bisschen, vielleicht ein wenig zu früh, aber im Endeffekt sind es vielleicht die Kleinigkeiten, die dann im Endeffekt einen Unterschied ausmachen. Aber schlussendlich wird es wahrscheinlich auch in der Moto 3 und auch in der MotoGP so sein, sage jetzt ich mal, richtige gerne, wenn es nicht so ist, im Endeffekt kochen alle mit Wasser, oder? Es ist so. Es ist tatsächlich, oder? Ja, absolut. Ja. Ich meine, Fahrer wie die Hersteller oder diejenigen, die Chassis bauen in der Moto 2 in dem Fall dann oder wie auch immer. Ja. Ja, extrem interessant, weil es ist natürlich, man merkt halt in den Hobbyfahrern, denke ich, ist es vermutlich am extremsten der Carver-Fahrer gegen den Yamaha-Fahrer und dann werden die Witze gerissen, die Witze, die manchmal dann unter die Gürtellinie gehen, der andere nimmt es persönlich und sagt, und ich habe da auch schon meine Meinungen vertreten aus technischer Sicht, die teilweise auch sogar von den Motorradherstellern sehr, sehr ernst genommen werden und auch nicht so gut angenommen werden. Dann merkt man schon, dass es eine gewisse Empfindlichkeit da, vor allem auch im, sagen wir mal, in der normalen Industrie. Das ist aber vielleicht im Rennsportsegment wahrscheinlich eher nicht so. Ne? Denke ich, dass da viel mehr der technische Aspekt der Hintergrund ist und die Techniker, die bei den Herstellern arbeiten, ja wissen, was die Vor- und Nachteile der jeweiligen Hersteller sind. Nicht ganz sicher. Ja. Ich sage immer, beste Beispiel Ducati vor ein paar Jahren, falls du dich erinnern kannst. Ja. Da hat jeder über Ducati geschimpft oder so, also quasi dabei ist es hundertprozentig mehr als gut genug für jeden Fahrer von uns. Ja. Aber und jetzt nimmt man ja die letzten Jahre, wo sich Ducati hinentwickelt hat, und auf einmal will jeder Ducati fahren, ne? Weil es das Bike ist. Ja. Spielt der Hobbyfahrer, aber wahrscheinlich kann er genauso wenig nutzen wie ein Ducati vor 10 Jahren. Genau. Also schlussendlich kann man schon so sagen, du hast das vor uns im Interview eigentlich schon gesagt, dass das eigentlich das Miteinander wahrscheinlich der bessere Weg auch ist und sich die Hersteller auch untereinander dementsprechend nicht so unbedingt zusammentun, aber vielleicht einfach auf einer guten Basis zusammenarbeiten, genauso wie die Fahrer und bis in die Hobbyfahrerszene und dann wahrscheinlich das Beste auch dabei rumkommt. Ne? Also das wäre so auch, denke ich, der Wunsch von verschiedensten Herstellern zusammen und vor allem in der Rennsportszene, ne? Kann man das schon so abschließend dazu sagen.